Hallo. Hi, Kerstin. Hallo. Grüß dich. Hallo. Miller. Hallo. Hallo. Meine Schön, Maus. Dass ihr da seid. Meine kleine Maus. Darauf freut sich Familie Bernd schon die ganze Woche. Die Enkelkinder Miller und Hannes kommen vorbei. Der Abend wird heute mit Oma und Opa verbracht. Es ist auch immer wieder schön, es kommt Leben in die Bude. Bei uns ist es ziemlich ruhig, wir sind alleine. Ja, und dann... Wir haben einfach unseren Spaß damit, das ist ganz toll. Die Kinder machen Action. Ja. Eigentlich Situationen, wie man sie aus vielen Familien kennt. Untypisch, hier ist tatsächlich niemand miteinander verwandt. Die Bernds sind sogenannte Wunschgroßeltern. Die Enkel eigentlich nur ausgeliehen. Also die Basis war immer, dass wir beide sehr, sehr gerne Kinder haben. Wir mögen Kinder sehr, sehr gerne. Unser Sohn ist mit einem Mann verheiratet. Da gibt es keine Enkelkinder. Aus dem Grund war schon immer der Wunsch da, uns mit Kindern einfach zu beschäftigen. Wunschgroßeltern. Ein interessantes Konzept, das im Hause Eckstein seinen Ursprung findet. Jasmin Schotri ist Mitorganisatorin von Großeltern stiften Zukunft, Ansprechpartnerin für das ganze Projekt. Dass wir versuchen, die Großelterngeneration mit den Familien zusammenzubringen. Wir haben in Nürnberg ganz viele Familien, die keine Großeltern vor Ort haben. Also weil sie hergezogen sind, entweder aus anderen Städten, aus anderen Ländern, weil sie alleinerziehend sind. Wir dachten, es gibt viele Großeltern, die keine Enkel oder keine eigenen Enkel im Moment haben oder die schon zu groß sind. Und die zwei möchten wir gern zusammenbringen. Circa einmal im Monat treffen sich hier potenzielle Kandidaten, stellen sich einander vor mit der Idee, dass sich am Ende des Tages zwei passende Pärchen finden. Eltern suchen nach Großeltern und umgekehrt. Auch heute wird sich rege ausgetauscht und beschnuppert. Sich gegenseitig kennenlernen, eine Vertrauensbasis schaffen. Falls es passt, könnte es schon bald laufen wie bei den Bernds. Die sind nun schon seit 2 Jahren dabei, mit Mitte 60 noch richtig aktiv. Die Beschäftigung mit den Kleinen eine Erfüllung. Ja, also wenn die Kinder da sind, der Hannes, der ist eher so wie draußen, der will Fußball spielen und mal im Tennisplatz gehen und da kann er sich stundenlang aufhalten. Und die Miller, wir beide, wir backen immer ganz gerne. Das ist, das macht sie und ich ganz gerne. Und wir basteln, wir schauen Bücher oder wir lesen, ich lese ihr vor. Und ja, im Sommer sind wir draußen. Gemalt, genau. Und im Sommer sind wir auch ganz gerne mal im Wald. Der ist ja gleich hinten dran. Da kann die Mila dann Blätter sammeln und Stöcke und das ist auch schön. Ja. Egal ob spielen, backen oder Hausaufgaben machen, mit dem Konzept der Wunschgroßeltern werden viele Menschen glücklich.